Frühlingsgefühle im Winter? Typisch Kuttendreier. 250 Kurzzulassungen, traumhaft günstig. Nur bei Kuttendreier. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Jetzt sind es nur noch ein paar Tage und dann müssen Sie den neuen Oberbürgermeister für München wählen. Mit einem der beiden Kandidaten stehe ich jetzt beisammen. Herzlich willkommen, Dieter Reiter. Hallo, grüß Gott. Wir müssen noch mal kurz über die Wahl von vor gut einer Woche sprechen. Da hat Ihre Partei jetzt nicht mehr die Mehrheit im Stadtrat, eine Stimme weniger als die CSU, 8 Stimmen verloren. Wie war Ihre Reaktion auf das Ergebnis? Ja, das braucht man nicht schönreden. Das war natürlich schon eine Niederlage, die in der Form niemand von uns erwartet hätte. Wir sind noch am drüber nachdenken, sage ich ganz ehrlich, woran es liegt. Aber klar ist, dass es uns offenbar die letzten Monate insbesondere nicht gelungen ist, unsere positiven Themen, die wir sicher sind, dass wir gut gemacht haben, irgendwie an die Wählerinnen und Wähler zu bekommen, sondern einfach nur die mediendominierenden Themen von leerstehenden Häusern bis hin zu Dingen, die halt sonst operativ nicht wirklich gut gelaufen sind, die letzten Monate die Medien beherrscht haben und offenbar auch dazu geführt haben, dass die Münchnerinnen und Münchner eben zu Teilen gar nicht mehr zum Wählen gingen. Das ist, glaube ich, schon ein Merkmal, das die SPD in Stimmenverlusten gemerkt hat und zum Teil eben uns einfach das Vertrauen nicht mehr geschenkt haben. Deswegen gilt jetzt vermehrt die nächsten Jahre wieder klarzulegen, dass wir es können. An der Stelle kommt natürlich auch immer sehr schnell die Frage, dieser Ude-Effekt mit diesen 66,7% waren es, glaube ich, die er bei der Oberbürgermeisterwahl direkt gewonnen hat. Ja. Inwieweit, glauben Sie, spielt das auch mit rein in das jetzige Ergebnis vom Sonntag vor einer Woche? Na, man muss das Ergebnis ja durchaus auch differenziert betrachten. Ich selber persönlich als in der OB-Wahl war mit meinen 40% ja nicht ganz unglücklich, das muss man schon sagen. Mhm. Ich bin als Neuling angetreten im Grunde vor 2 Jahren. Mein hauptpolitischer Mitbewerber ist seit zig Jahren in der CSU, ist lange Jahre Fraktionsvorsitzender, war schon nach eigenen Aussagen 8 Jahre lang Kandidat. Und da bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden, dass ich ein paar Prozent vor ihm liege und auch ein Vierer vor dem Ergebnis hatte. Was wirklich nicht gut gelaufen ist, ist das SPD-Ergebnis, dass wir den Status der stärksten Fraktion verloren haben. Und da, glaube ich, hat jetzt ein UDE-Effekt relativ wenig zu tun, sondern da ist es uns einfach offenbar nicht gelungen, die SPD-Politik, von der ich nach wie vor überzeugt bin, aber den Wählerinnen und Wählern so zu erläutern, dass wir auch Gutes machen und nicht nur an den paar Themen schuld sind, die jetzt die Medien seit Monaten beherrscht haben. Jetzt guckt man sich so das Ergebnis an und überlegt sich, wie kann da eine Koalition, eine funktionierende Stadtregierung dann auch wirklich regieren? Für Sie persönlich war es ja jetzt erstmal wichtig, dass Sie sozusagen sich mit den Grünen nicht auseinandergelebt haben, sondern dass Sie haben da vergangenen Donnerstag vor den Grünen gesprochen, vor den Mitgliedern und haben jetzt auch sozusagen deren Unterstützung bekommen. Sie haben gesagt, Sie wollen dann mit denen auf Augenhöhe sich unterhalten. Also wie wird sich das Verhältnis ändern, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister werden sollten bezüglich der Grünen? Naja, also auch da muss man ja ehrlich sein und muss feststellen, wir haben fast 25% unserer Stimmen verloren. Die Grünen haben gewonnen auf einer ohnehin schon relativ guten Basis. Und das muss man einfach feststellen. Dann kann man nicht mehr so tun, als wären sie der kleine Juniorpartner. Sie sind zwar noch kleiner als wir, aber das spielt jetzt keine Rolle meines Erachtens. Wir müssen jetzt eine Zusammenarbeit generieren, die an unseren Sachthemen orientiert, letztlich dazu führt, die Bürgerinnen und Bürger wieder davon zu überzeugen, dass wir in Rot-Grün plus X, Rot-Grün-Rosa-Liste, der ja auch fest dazugehört, plus X, in der Lage sind, diese Stadt weiter nach vorn zu bringen. Das ist unser Thema und deswegen habe ich als allererstes natürlich mich des Bündnispartners der Grünen versichern wollen. Und ich glaube, es ist letzte Woche ganz gut gelungen, den Grünen auch nahezulegen, dass ich es ernst meine mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe, dass es eben schon heißt, miteinander partnerschaftlich umzugehen und auch Themen, die man nicht in der eigenen Programmatik 100% drin hat, einfach auch zu akzeptieren und zu unterstützen. Das gehört zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Ja. Die Grünen, die plakatieren ja jetzt sogar für Sie. Also das ist jetzt, wenn man sich in der Stadt umguckt, da
sagen die Grünen, dass man sie wählen soll. Inwieweit glauben Sie, dass die Basis der Grünen dann auch wirklich auf die Parteispitze hört? Also ich glaube, bei den Grünen ist es wie bei allen Parteien, die Wählerinnen und Wähler entscheiden so, wie sie das für richtig finden. Die entscheiden erstens, ob sie zur Wahl gehen und zweitens, wen sie wählen. Das ist auch gut und richtig so. Das muss man überhaupt gar nicht in Zweifel ziehen. Trotzdem ist es natürlich für mich als Bewerber angenehm zu wissen, dass die Grünen und die Grüne Partei und auch meine Mitstreiterin, Mitbewerberin, die Frau Sabine Nallinger, jetzt aktiv für mich Werbung macht. Und da sage ich ganz einfach, auf beide Schaden kann es nicht. Ich glaube nicht, dass sich die grünen Wählerinnen und Wähler gegängelt fühlen, sondern die Partei und die Frau Nallinger drückt aus, nachdem sie selber nicht gewonnen hat, was sie gerne hätte, wen sie denn jetzt als nächstes für den künftigen Oberbürgermeister gern hätte. Und das kann nicht schaden. Und ich denke, das macht auch Sinn, das im Stadtbild dann zu plakatieren, wenngleich wir wahrscheinlich alle froh sind, wenn ab übernächste Woche dann ein paar Plakate weniger in dieser Stadt hängen. Das ist dann das vierte Mal, dass die Wähler jetzt zur Wahl gehen. Und dann werden sie nochmal aufgefordert zum fünften Mal bei der Europawahl. Aber wo wir jetzt gerade hier so in dieser friedlichen Fußgängerzone am Jakobsplatz gehen und Sie sich also mit den Grünen sozusagen geeinigt haben, dass man auf Augenhöhe spricht. Und Sie haben ja bei Ihrer Rede gesagt, dass Sie den Grünen die Verkehrspolitik überlassen oder auf jeden Fall einen großen Teil Ihnen zugestehen von dem, was Sie umsetzen wollen. Das ist natürlich von Ihrem politischen Gegner sofort aufgegriffen worden. Wird es München jetzt die autofeindliche Stadt? Also ich habe es auch gelesen, zu meiner wirklichen Überraschung, für was ich jetzt plötzlich alles stehen sollte, nur weil ich den Grünen gesagt habe. Und ich habe gesagt, die Grünen werden federführend die Verkehrspolitik bestimmen. Und das ist eine Kompetenz, die sie für sich reklamieren und die ich ihnen auch durchaus zutraue. Und das heißt ja nicht, dass sie nicht auch Mehrheiten brauchen. Die brauchen genauso Mehrheiten wie die SPD und alle anderen. Und das heißt, man muss halt dann vernünftige Vorschläge machen und die müssen mehrheitsfähig sein. Das ist einmal das Erste. Aber diese Federführung habe ich zugestanden und dazu stehe ich auch. Aber dass jetzt mein Mitbewerber plötzlich so tut, als hätte ich jetzt plötzlich zum Beispiel ein anderes Thema, andere Meinung zum Thema City-Maut, habe ich gelesen. Also wir haben, glaube ich, auf zig Diskussionsrunden gesagt, dass wir keine City-Maut wollen. Dazu hat sich auch nichts geändert. Ich will also nach wie vor keine City-Maut, weil die City-Maut eine soziale Selektierung ist, die ich nicht haben will. Es soll nicht nur noch die in die Stadt reinfahren dürfen, die sich auch leisten können. Und ich habe auch nie was zu Tempo 30 was anderes gesagt wie bisher, nämlich dass ich Tempo 30 für die ganze Stadt nicht für richtig halte. Und ich habe auch nicht vor, alle Straßen abzureißen und in Radwege zu verwandeln, nur weil ich gesagt habe, ich könnte mir einen Radweg in der Rosenheimer Straße vorstellen. Also diese Zuspitzung ist zwar politisch natürlich nachvollziehbar, aber sie entspricht halt überhaupt nicht den Tatsachen. Aber die Rosenheimer Straße, wo Sie sie schon ansprechen, das ist natürlich auch so eine Symbolfrage, weil da die Grünen sagen, da muss was passieren, die Radfahrer sind gefährdet. Können Sie sich das zum Beispiel vorstellen, dass das gemeinsam in der Koalition beschlossen werden könnte? Ja, das kann ich mir vorstellen, deswegen habe ich es auch gesagt. Und es ist ja nicht nur ein grünes Thema, ich habe mit vielen Radfahrerinnen und Radfahrern dort vor Ort gesprochen. Auch Journalisten fahren Rad, mit denen habe ich mir auch diskutiert. Und alle sagen, ja, das ist viel zu gefährlich dort. Und wenn es denn so ist, dann lass uns doch mal einen Versuch starten, meines Erachtens. Da braucht es keine großen baulichen Änderungen, habe ich gelernt, sondern da kann man einen Radweg abmarkieren. Und wenn es dann in einem Jahr zum totalen Verkehrschaos führen sollte, dann muss man halt wieder neu drüber nachdenken. Aber dieses Verharren in diesen Positionen, das, denke ich mal, ist nicht das Wesen eines Neustarts. Und Rot-Grün, rosa Liste und Plus-Plus, wir wollen eine Neustadt in dieser Stadt und das werden wir hinbekommen. Und deswegen darf es auch über solche Dinge keine Tabus geben, sondern man muss drüber nachdenken. Aber wie gesagt, nochmal, das so zu überspitzen, als würde ich jetzt alle Straßen zurückbauen und die Münchner ihre Autos hergeben müssen, weil sie nirgends mehr fahren dürfen, das ist schon arg weit hergeholt. Sendlinger Straße, die zur Hälfte jetzt Fußgängerzone geworden ist, wo auch die Grünen sagen, das muss man ganz zur Fußgängerzone machen. Wie stehen Sie dazu? Sagen Sie, das würden wir unterstützen? Ja, würde ich persönlich auf jeden Fall unterstützen. Ich habe, wissen Sie, wenn man die Geschichte dieser Fußgängerzonen so ansieht, dann weiß ich, dass in den 70er Jahren, als wir die große Fußgängerzone geschaffen haben, die Widerstände immens waren. Ja. Und alle gesagt haben, boah, da bricht die Wirtschaft zusammen. Und mittlerweile wissen wir, das sind die teuersten Flecken, die es in München gibt. Die Wirtschaft brummt da und die Münchnerinnen und Münchner neben sie, wie wir alle wissen,
immer an einem schönen Tag kann man es ja nachvollziehen, unglaublich gern an. Dann war das nächste Thema das Stückchen in der Sendlinger Straße rein. Gab es auch viele Bedenkenträger, haben gesagt, lass es uns machen. Mittlerweile durchaus ein sehr gern genommenes Stück Fußgängerzone. Und genauso kann ich es mir gut vorstellen, wenn man die Sendlinger Straße eben bis vor zum Sendlinger Torplatz zur Fußgängerzone macht. Das ist doch ein schönes Stück für München. Und ich denke einfach, über solche Sachen kann man doch ganz offen nachdenken und auch ganz offen diskutieren. Und das werde ich tun. Wir können es ja noch ein bisschen weiter durchdeklinieren im Tal. Da haben Sie jetzt, das ist für viele so eine halbscharige Geschichte gewesen. Da ist es jetzt enger geworden, ein bisschen mehr Platz für Fußgänger. Da fehlt dem einen oder anderen das Gesamtkonzept, dass man sagt, also so soll München mal in 10 Jahren aussehen. Sind Sie auch der Meinung, dass das jetzt mal her muss, dieses Gesamtkonzept? Da bin ich sowohl beim Radverkehr ganz fest der Meinung, dass es nicht darum gehen kann, jetzt jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, also einen neuen Radweg zu diskutieren, sondern es geht darum, jetzt ein schlüssiges Gesamtkonzept für einen Radverkehrsplan München aufzustellen. Weil es geht nicht nur um Radverkehr, es geht ja auch um Anschlussverkehr. Es geht eben, wie fahren dann die Autos, wie bindet man den öffentlichen Nahverkehr ein. Deswegen macht es, glaube ich, keinen Sinn, jetzt einen Radweg nach dem anderen zu generieren, sondern es macht wirklich nur dann Sinn, wenn man ein schlüssiges Gesamtkonzept für München hat. Und Gleiches gilt natürlich auch für das Thema Plätze, für Platzgestaltungen oder auch für Thema Fußgängerzonen. Hier muss man einen Gesamtblick auf München her. Und dann, denke ich mal, ist auch eine herausfordernde Aufgabe und auch eine spannende Aufgabe, den jetzt dann ab in ein paar Wochen wirklich mit anzustoßen. Ja, sehr spannend. Also nochmal so im Tal, können Sie sich da vorstellen, dass das auch irgendwie dann mal eine komplette Fußgängerzone ist? Ja, wir haben es ja jetzt versucht sozusagen auf diese Art und Weise, dass wir mehr Platz für die Fußgänger schaffen. Die gefühlte Zufriedenheit ist jedenfalls bei mir, was angekommen ist auf der Straße, nicht durchgängig da, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil es in Bayern, würde man sagen, nicht kaut und nicht gestochen ist. Also einfach ein bisschen was, aber nicht alles. Auch da muss man drüber nachdenken, ob man nicht noch einen Schritt weiter gehen kann. Ich will nicht die ganze große Innenstadt zur Fußgängerzone erklären, das glaube ich geht nicht. Aber so diesen Hauptkernbereich, wir haben ja sowieso eine relativ kleine und bescheidene Fußgängerzone, wenn man mal so in Deutschland oder in Europa unterwegs ist, was es da für Fußgängerzonen gibt. Also insoweit, glaube ich, macht es auch da Sinn, sowas in eine gesamtkonzeptionelle Überlegung mit einzubeziehen. Ich glaube, man braucht nur in Bayern mal rumzugucken. Ja. Also wenn man sich Nürnberg anguckt. Ja, Nürnberg ist ja eine komplette Fußgängerzone. Rosenheim auch. Also ja. Das sind zwei Städte, wo wirklich also schon viel passiert ist. Da fragt man sich, warum haben wir eigentlich kein Verkehrsleitsystem hier? Was ist das, was die Autos also zu den Garagen führt, die noch frei sind? Das ist in den anderen Städten auch sehr viel. Gibt's schon. Wir haben ja diese... Wir könnten jetzt da ein Stück weiter gehen, da sind die Verkehrsleitzellen, wie viel das in der Altstadt-Tiefgarage noch frei ist und so weiter. Also die gibt es schon, vielleicht nicht so, wenn Sie das jetzt nicht wahrgenommen haben, dann fehlt es wohl offenbar an der tatsächlichen Hinführung zu diesen Leitsystemen. Es gibt sie auf jeden Fall, da kann man sicher auch noch einiges verbessern. Es ist auch, ich glaube ganz ehrlich, auch in dem Thema Hinweisschilder überhaupt in der Stadt auf touristische Sehenswürdigkeiten oder solche Geschichten. Da glaube ich, wird es Zeit, da arbeiten wir gerade daran, auch dem Nimbus, den wir haben und unseren Standing als die Tourismusmetropole auch mal ein bisschen mehr Rang zu verschaffen. Auch das werden wir 2014 hoffe ich doch noch hinbekommen, dass es mal ein touristisches Leitsystem gibt, weil wir sonst zum Beispiel Dinge, die mir am Herzen liegen, wie das Museumsareal, nicht wirklich gut bewerben. Und das ist eigentlich schade drum, weil wir hier ein Kleinod haben und die Leute finden nicht hin, weil man ihnen nicht sagt, wo es hingeht. Oder es gibt keine Buslinie, die da pendelt und so. Solche Geschichten habe ich im Kopf und das würde ich gerne, wie gesagt, ab Sonntag in der Woche dann beginnen. Wenn man jetzt noch mal sich anguckt, was die CSU sagt, nachdem sie also zu den Grünen gesprochen haben, dass sie eben jetzt auch den öffentlichen Nahverkehr, also gerade den U-Bahn-Bau, den würden sie jetzt auch vernachlässigen, also oder auch nicht mehr unbedingt vorantreiben wollen. Wie reagieren Sie darauf? Also da habe ich mich jetzt wirklich gefragt, mit welcher Äußerung oder Nicht-Äußerung hat denn der politische Gegner das wohl irgendwie in Verbindung gebracht? Also ich bin der Erste, der gern und immer wieder laut sagt, wir brauchen U-Bahnen. Wir brauchen U-Bahnen deswegen, weil das Transportmittel ist, wo man am schnellsten die Menschen von A nach B bringt, und zwar die meisten Menschen. Und ich habe auch laut gesagt, und dazu stehe ich, wir werden die U5 nach Pasing bauen, wir werden sie bis Freiham planen, weil wenn da ein neuer Stadtteil entstehen soll, dann braucht es da auch gegebenenfalls eine U-Bahn. Es wird eine U9 geben, eine Entlastungslinie in der Innenstadt, die ich vernünftig erachte, weil da die meisten Menschen fahren. Also braucht es Entlastung auf diesem Ast.
Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wieso ich jetzt plötzlich gegen U-Bahnen sein sollte. Ich bin gegen eine völlige Wirre und durch nichts zu rechtfertigende Planung, die das Wort eigentlich schon gar nicht verdient hat, indem man einfach sagt, man untertunnelt ganz München und macht entweder Autotunnels oder U-Bahn-Tunnels. Das habe ich von meinem politischen Mitbewerber mitbekommen. Das würde bedeuten, was weiß ich was, 20 Tunnels, 30 Tunnels, ich weiß nicht. Genau festgelegt hat er sich ja nicht. Und das aber ohne Baustellen, weil in gleichen Diskussionen sagt er dann, es gibt viel zu viele Baustellen in München. Wenn das alles realisiert würde, was der Herr Schmidt jetzt ankündigt, dann hätten wir 50 Jahre Dauerbaustelle in München und das will ich nicht. Nochmal zurück zu dem Thema Fahrräder. Da wird jetzt davon gesprochen, dass es Parkhäuser für Fahrräder geben soll. Wie muss man sich das vorstellen? Wo könnten Sie sich zum Beispiel ein solches Parkhaus für Fahrräder vorstellen in München? Also ich denke, die Idee ist einfach und bestechend. Ich habe in Amsterdam beispielsweise, als ich mal vor einem Jahr war, habe mir das mal angeschaut. Dort gibt es einen sehr hohen Anteil an Fahrradverkehr und was viele Münchnerinnen und Münchner zu Recht kritisieren, ist doch, dass die Radl überall umeinander stehen, um es mal auf Bayerisch zu sagen. Ja. Dass wir überall konfrontiert sind mit Fahrrädern. Jetzt kann ich aber den Fahrradfahrern nur dann einen Vorwurf machen, wenn sie eine anständige Variante nicht nutzen. Und das gehört zu dem Einfachsten, gehören natürlich Radlständer. Die haben wir jetzt vermehrt überall angebracht, an U-Bahn-Stationen und so weiter. Aber wenn also die Begeisterung fürs Radlfahren so anhält, wie sie in den letzten Jahren angehalten hat, dann brauchen wir größere Behältnisse für unsere Fahrräder. Und deswegen ist das Stichwort einfach Fahrradparkhaus. Wie das dann aussieht, das kann klein, mittel, groß sein, je nach Bedarf halt. Meine Idee ist einfach, dass wir die Radl vom Straßenbild wegbekommt und den Fahrradfahrern auch ein gutes Gefühl gibt, da sind sie gut aufgehoben. Die Fahrräder sind mittlerweile durchaus auch teuer und den Besitzern entsprechend lieb. Und das kann ich gut verstehen und deswegen glaube ich, ist so ein Fahrradparkhaus doch eine charmante Idee, immer dort, wo man möglichst viel letztlich ballen kann. Und das werden wir uns genau anschauen, wo es da den meisten Bedarf gibt. Aber ich sage, es darf doch bitte schön kein Tabu sein, ein Fahrradparkhaus zu bauen. Bei Autoparkhäusern hat plötzlich komischerweise niemand ein Problem. Aber wenn Tausende von Leuten Radl fahren in dieser Stadt, dann muss man doch auch denen die Chance geben, ihr Radl anständig unterzubringen. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen, der Wähler fragt sich ja jetzt, wen soll ich wählen? Und wenn Sie dem Wähler noch mal klar machen, was die SPD besser kann als die CSU? Ja, das könnte ich jetzt ganz platt machen, sagen alles, aber das will ich natürlich nicht tun. Wir stehen und ich stehe für ein München, das sozial und gerecht ist. Für ein München, das sich auch in Zukunft noch alle leisten können. Ich will, dass die Mieterinnen und Mieter endlich wieder Sicherheit haben, dass sie sich in 4 Wochen, in 4 Monaten und in 4 Jahren ihre Miete noch leisten können. Und für dieses Thema steht die SPD als Mieterpartei seit zig Jahren und ich stehe in Zukunft als Dieter Reiter dafür. Wir werden das Thema Erhaltungssatzung, Umwandlungsverbot, also die Instrumente, damit das Thema Gentrifizierung, Luxussanierung endlich ein Ende hat, nutzen. Die CSU hat es 25 Jahre uns nicht erlaubt. Tausende von Münchner Mieterinnen und Mietern würden noch in ihren Wohnungen wohnen, wenn die CSU das nicht blockiert hätte. Deswegen glaube ich ihr einfach nicht, dass sie die Mieter nach der Wahl nicht gleich genauso schnell wieder vergessen hat, wie sie sie entdeckt vor der Wahl. Also das Thema Mieterschutz ist bei uns ganz oben, das Thema soziale Gerechtigkeit ist bei uns ganz oben. Ich will weiterhin, dass das Thema Bildungspolitik größter Ausgabeposten der Stadt bleibt. Ich will nicht, dass, was ich von der CSU höre, plötzlich 1.000 Lehrer eingespart werden, weil man mal wieder einen Posten im Haushalt decken muss. Das sind alles Dinge, die funktionieren mit mir nicht. Und ich will den sozialen Frieden in dieser Stadt haben. Bei uns brennen Gott sei Dank keine Autos. Bei uns kann man auf Nacht um 10:30 noch in der U-Bahn fahren, unbehelligt, weil wir die sicherste Großstadt sind. Und daran gilt es weiterzuarbeiten. Und da unterscheiden wir uns von der CSU durchaus deutlich. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also Herr Reiter, Sie haben ja gesagt, dass Sie mit den Grünen einer Meinung sind, dass keine dritte Startbahn kommen soll. Für wie lange gilt diese Aussage? Also ich sitze ja schon seit 5 Jahren im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft und kenne die Zahlen von der Entwicklung der Starts und Landungen seit langen Jahren. Und in den letzten 1,5 Jahren, wenn mich mein Gedächtnis nicht ganz trügt, gehen die Zahlen je Quartal immer weiter zurück. Also es gibt keine Steigerung bei den Starts und Landungen, bei der Zahl, sondern es gibt Rückgang. Und deswegen glaube ich nicht, dass es in absehbarer Zeit Sinn gibt, über eine dritte Startbahn nachzudenken. Das Thema Bürgerentscheid bindet die Politik meines Erachtens viel länger als die rechtliche Bindungswirkung. Die ist ein Jahr. Die ist schon abgelaufen. Ja. Aber ich glaube, auch der Mitbewerber hat sich entsprechend geäußert, dass er dieses Bürgervotum ernst nimmt. Ich
kann es ihm auch nur raten, das Bürgervotum ernst zu nehmen. Ich glaube nicht, dass die Menschen gerne hätten, dass wir jetzt auf kühlem Weg dann sagen, das Jahr ist um und jetzt machen wir es anders. Mein Petitum ist eindeutig, also ich werde erwartungsgemäß die nächsten 6 Jahre in meiner Legislaturperiode als Oberbürgermeister einer dritten Startbahn nicht zustimmen. Wenn sich die Zahlen dann mittelfristig so darstellen würden, dass tatsächlich ein erkennbarer, nicht aufzuschiebender Bedarf da wäre, dann denke ich mal, muss man die Bürger zu gegebener Zeit wieder fragen. Dann muss man die Bürger den neuen Zahlen konfrontieren und versuchen zu überzeugen, dass sie zustimmen. Also eine Aufhebung durch einen Stadtratsbeschluss dieses Bürgerentscheids wird es mit mir jedenfalls nicht geben. Denn Sie als Wirtschaftsreferent wissen ja auch, welche Bedeutung so ein Flughafen für die Stadt München hat. Und also wenn man den Herrn Kerklo hört vom Flughafen, der versucht also täglich zu beweisen, dass es einen großen Druck da gibt, diesen Flughafen auszubauen. Bei der Staatsregierung ist man sich eigentlich auch sicher, dass das irgendwann kommt. Aber Sie sagen, mit Ihnen jetzt erstmal nicht. Genau das sage ich. Ich habe mit dem Michael Kerklo durchaus ein gutes Verhältnis. Ich kann ihn auch verstehen, dass er der Meinung ist, für die Entwicklung seines Unternehmens, / der Flughafengesellschaft, wäre es mittelfristig sinnvoll zu expandieren. Das kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Es gibt auch florierende Unternehmen, die irgendwann mit einem Status quo leben können. Nicht immer hat Expandieren auch dazu geführt, dass Flughäfen sich besser entwickelt haben. Das weiß der Herr Kerklo auch, da gibt es Beispiele. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach dem Rechnung tragen müssen, was die Bürgerinnen und Bürger entschieden haben. Der Flughafen München wird an der Frage, ob und wann wir eine dritte Bahn bauen, sicher nicht scheitern, sondern es wird weiterhin ein prosperierender, ein hervorragender Flughafen sein. Da kann man ja nur gratulieren, die kriegen ja regelmäßig Preise. Aber derzeit gilt es mal darum, diesen dritten Satelliten fertigzustellen. Also es gibt ja genug Projekte, wo ich mich freue, wenn die Flughafengesellschaft dann ihr gesamtes Herzblut in die Realisierung dieser Projekte steckt. Und dann hoffe ich, dass wir... Happy Birthday, sagt er. Yeah. I see you're very young, so that's why... Okay. Thank you. Ich glaube, dass der Flughafenentwicklung keinen Abbruch tut. Und wie gesagt, es ist keine Ideologie, die ich hier verbreite, sondern es ist einfach Fakt, dass der Bedarf sich an den Zahlen nicht darstellen lässt und Fakt 2, dass die Bürgerinnen und Bürger anders entschieden haben. Und das wird übrigens die Zukunft unserer Politik sein, wir lernen müssen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich Politik nur noch dann auf die Fahne schreiben, wenn sie auch mitbestimmen können. Und das wollen sie auch wirklich. Und mitbestimmen heißt nicht mal irgendwann abstimmen. Und dann nach einem Jahr sagt die Politik, naja, hat uns zur Kenntnis gedient, machen wir anders. Ja. Das werden wir nicht hinkriegen. Die Grünen wollen ja jetzt auch überall Solarzellen auf die Dächer in München stellen. Da haben Sie gesagt, hätten Sie auch ein offenes Ohr dafür. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie zusammen mit den Grünen jetzt Solarzellen auf die Münchner Dächer montieren möchten? Also man kann sich das sehr, sehr einfach vorstellen. Wir haben eine Gesellschaft bei der Stadt, die Solarinitiative München, die letztlich die Idee war, dafür zu sorgen, dass mehr Solardächer entstehen in München. Wenn man München verlässt und ins Umland geht, sieht man ja auf vielen Dächern, in anderen Städten übrigens auch in Europa, Solardächer. Das ist jetzt was, wo ich sage, das muss man ausprobieren, ob sowas überhaupt sich noch in Anbetracht der Volatilität der EEG-Einspeisevergütung, ob sich sowas dauerhaft noch rechnet. Aber was ich zugesagt habe, ist, dass wir bei der Stadt natürlich dafür sorgen können, dass sich unsere Dächer, also sprich die Dächer der Schulen, der städtischen Einrichtungen, soweit sie es dort auch gestalterisch darstellen lässt, etwas offener zeigen, sage ich mal ganz vorsichtig, einer solchen Initiative. Das war bis jetzt nicht uneingeschränkt der Fall und daran kann man, glaube ich, arbeiten. Sie wollen weiterhin, und das war auch ein großes Thema der Grünen und jetzt hört man es auch von der SPD, mehr städtische Wohnungen kaufen. Also mehr Wohnungen kaufen, die dann in städtischen Besitz übergehen. Ich meine, das hört sich natürlich erstmal gut an, weil man dadurch die Mietpreise besser kontrolliert. Aber dafür braucht man natürlich auch viel Geld. Und ist das so ein Wahlversprechen, was man machen muss, weil man den Grünen gefallen will, aber wo man dann, wenn man ins Portemonnaie guckt, ins Städtische, dann doch irgendwo auch mal einsehen muss, so viel Geld dafür gibt es gar nicht?
Also glauben Sie mir, keiner der Bewerber schaut öfter ins städtische Portemonnaie als ich. Ich bin jahrelang für das Thema Finanzen verantwortlich gewesen bei dieser Stadt und ich werde mich nicht dazu hinreißen, irgendwelche Wahlversprechen zu machen, die uns so viel Geld kosten, dass wir uns unsere Zukunft nicht mehr leisten können. Ich bin sehr stolz auf die Finanzpolitik der letzten Jahre. Wir haben es geschafft, unsere Schulden zu 2/3 zurückzubezahlen. Daran war ich nicht unmaßgeblich beteiligt und ich möchte auch gern, dass diese stabile Finanzsituation so bleibt. Und deswegen gilt es, natürlich haben wir alle miteinander Sympathie dafür, möglichst viele Wohnungen im städtischen Besitz zu haben. Aber das wird immer nur in der Relation gehen, wo wir es uns auch leisten können. 2/3 oder 1/3, wie da vorgeschlagen? Halte ich für eine sehr optimistische Aussage, sage ich ganz ehrlich. Halte ich für sehr optimistisch. Wäre anstrebenswert, gar keine Frage. Aber nochmal, da muss man sich nach der Decke strecken, weil da muss man schon die Relation zwischen unserem stabilen Haushalt sehen und dem, was wir uns leisten können. Vom Ziel her sind wir, glaube ich, nicht auseinander, aber da, glaube ich, kann auch mein Mitbewerber von der CSU wohl kaum dagegen sein. Die Frage ist, was kann ich mir leisten? Allerdings, wenn ich jetzt ganz ehrlich die Abwägung hätte, wie ich mein Geld ausgebe, dann würde ich lieber für bezahlbare Wohnungen für die Münchner Geld ausgeben, als für noch 10 Tunnels. Also da bin ich relativ eindeutig entschieden, wo es hingehen soll. Klar ist aber auf jeden Fall, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen werden. Und zwar durchaus nennenswert mit 3-stelligen Millionenbeträgen. Das müssen wir tun, weil es nicht genug gibt, weil wir ein unglaubliches Wachstum haben hier in München. Und wir müssen auf der gleichen Seite natürlich sofort schauen, dass uns keine bezahlbaren Wohnungen abhanden kommen. Das darf halt nicht passieren, so wie es die CSU mit ihrer GBW AG gemacht hat, dass wir hier in München 8.000 Wohnungen verlieren an bezahlbaren Wohnungen, weil die CSU-Staatsregierung gemeint hat, ja, sie würden gern ihren Haushalt besser darstellen und verkaufen diese Wohnungen. Das geht nicht, wir müssen den Bestand sichern und aufbauen. Das ist das Wichtigste, damit die Leute wieder Sicherheit haben, dass sie in ihren Wohnungen bleiben können. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Was mich immer gewundert hat bei den Grünen ist, dass die eigentlich gegen die zweite Stammstrecke sind. Denn die zweite Stammstrecke ist ja etwas, was die Stadt auch vom Verkehr entlasten würde, ja gerade so die Innenstadt und den Verkehr nach München hinein. Sie haben sich jetzt noch nicht wirklich gegen die zweite Stammstrecke ausgesprochen. Inwieweit glauben Sie denn, wenn es zu dieser Koalition Rot-Grün und dann noch eben 1-2 Parteien kommt, dass Sie das dann vielleicht in dieser Koalition dann doch durchsetzen? Das wird schon ein spannendes Thema werden, sage ich ganz ehrlich, in Koalitionsgesprächen dann, weil ich nach wie vor der Meinung bin, und das haben wir halt viele, viele, viele Stunden im Planungsausschuss und im Plenum gesagt, dass die zweite S-Bahn-Stammstrecke unser Problem auf dieser Stammstrecke schon lösen kann. Ja. Ich bin jetzt da kein Ideologe, sage ich ganz offen. Ich habe nur eins, und das habe ich bei den Grünen auch gesagt, wir müssen den Münchnerinnen und Münchnern eine Lösung bieten. Es kann nicht sein, dass wir jetzt noch 5 Jahre an der Stammstrecke rumdoktern und danach feststellen, jetzt gibt es endgültig keine Finanzierung. Und danach fangen wir dann mit dem Südring an. Ich habe gesagt, ich will den Aufgabenträger politisch 2014 so weit unter Druck setzen, dass es endlich eine Entscheidung gibt. Wird die zweite S-Bahn-Röhre finanziert oder nicht? Daran scheitert es ja derzeit. Ist ja nicht so, dass wir uns nicht politische Einigkeiten im Stadtrat hätten oder Mehrheiten. Es liegt einfach daran, dass die Finanzierung nicht steht. Und wenn absehbar in diesem Jahr die Finanzierung nicht steht, dann muss man den Aufgabenträger auch mit dem Südring befassen. Ich fürchte nur ganz ehrlich, dass auch dort das Problem der Finanzierung gesehen wird. Und letztlich kann aber die Stadt München dieses Mammutprojekt nicht allein stemmen oder nicht stemmen, sondern das muss der Aufgabenträger, muss der Bund und muss Land finanzieren. Da hat man halt irgendwie das Gefühl, dass dieses Gesamtkonzept irgendwie nie zustande kommt, weil es immer irgendwie heißt, das kann nicht finanziert werden, der eine will, der andere nicht. Aber dass man mal so ein München 2025 oder sowas präsentiert bekommt. Ja, also wir würden gerne, ich war vor einem Jahr, vor einem guten Jahr mal in Berlin bei 3 Ministerien, weil wir da dachten, die Finanzierung steht, dann kam dieses Dilemma mit der Aussage der Bahn, dass es wieder ein paar 100 Millionen teurer ist, dann stand die Finanzierung wieder nicht. Und so geht es hin und her. Und da, glaube ich, das kann die Politik sich auf Dauer nicht mehr bieten lassen. Da muss man wirklich mal ein klares Wort verlangen, damit wir wenigstens wissen, worauf wir aufbauen können. Und dann werde ich auch das Thema Südring gerne wieder ansprechen. Nur auch da braucht es eine Finanzierung. Und weil Sie es ansprechen, natürlich, es gibt schon
Das klingt erst für einen Münchner Bürger so, ja, wieso kriegen die das nicht zusammen? Aber wir müssen schon ein paar Grundfeste dieser Finanzverfassung in Deutschland noch im Auge behalten. Wir als Kommunen können nicht alles bezahlen, was der Bund nicht zahlen will oder der Freistaat nicht zahlen will, weil wir auch leider nicht mitbestimmen dürfen, wie viel Prozent an der Einkommensteuer wir zum Beispiel bekommen. Also wir in München sind finanziell gut aufgestellt. Das verdanken wir unserer Wirtschaft und unseren Bürgerinnen und Bürgern. Aber deswegen kann ich und will ich auch verantwortungsvoll mit diesem Geld umgehen. Und deswegen kann ich nicht einfach sagen, naja, dann machen wir es halt selber. Das funktioniert nicht. Da muss Bund und Freistaat tatsächlich ins Boot. Ein weiteres Top-Thema, also wenn wir jetzt also Verkehr mal abschließen, dann ist das zweite Top-Thema natürlich Wohnen in München. Und da sind Sie mit der SPD und den Grünen in die Kritik geraten, weil es hier eben Leerstand gab, Leerstand gibt von städtischen Wohnungen. Die, da heißt es, die müssen erst noch renoviert werden oder das Haus muss erst entmietet werden, da müssen erst alle raus, damit man es überhaupt sanieren kann. Oder sogar abgerissen werden sollen Häuser, wo viele sagen, die sind noch renovierungsfähig, das darf man nicht abreißen. Inwieweit wollen Sie denn dieses Problem lösen? Also ärgerlich war, und das will ich gar nicht in irgendeiner Weise beschönigen, dass wir von dieser Thematik meines Erachtens überrascht wurden. Dass wir im Grunde als Stadt, jedenfalls als Stadtpolitik, gar nicht wussten, wie viele Wohnungen letztlich wirklich derzeit ungenutzt sind in München. Und ich kann auch die Münchner und Münchner verstehen, dass es ein hohes Ärgernispotenzial hat, wenn wir gleichzeitig einen riesen Bedarf an Wohnungen haben und der Münchner und Münchner lesen muss, es gibt leerstehende Wohnungen. Das kann ich voll verstehen. Das ist ein operativer Fehler, den werden wir 2014 noch beheben. Da bin ich ganz sicher. Wir werden das in den Griff bekommen, dass wir genau wissen, welche Wohnungen wann, warum, wie lange leer steht. Ich habe schon mal gesagt, in einem 100-Tage-Programm, das werden die ersten Schritte sein. Und ich will, dass keine Wohnung länger wie 6 Monate leer steht. Und wenn sie länger wie 6 Monate leer stehen muss, weil beispielsweise renoviert werden soll in 2 Jahren, dann muss es eine Zwischennutzungsmöglichkeit geben. Wir haben Studentinnen und Studenten in München, wir haben viele Auszubildende, die würden gern so ein zeitlich befristetes Mietverhältnis für 150, 200 Euro eingehen. Das werden wir lösen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich schon, das bietet schon die Gelegenheit, mal auch zu erklären, es gibt natürlich schon Wohnungen, die auch durchaus zu Recht leer stehen, weil wenn halt umgebaut werden muss, weil sanitäre Anlagen nicht mehr in dem Zustand sind, weil Dachgeschosse nicht mehr stabil sind, wenn man also wirklich massiv eingreifen muss, dann dauert es halt mal ein bisschen, bis sowas wirklich auch in trockene Tüchern ist. Und dass es alles ein bisschen schneller gehen kann, da bin ich sofort bei Ihnen. Aber das könnte man ja vielleicht auch kommunizieren, damit dieses falsche Gefühl gar nicht aufkommt, dass da irgendwas brach liegt. Also wenn wirklich da gewartet werden muss, bis renoviert werden kann, dann kann man ja ein Schild nach draußen hängen oder irgendwie die Bürger darauf aufmerksam machen. Es kümmert sich jemand drum. Es ist tatsächlich so, Herr van Hoven. Dieser Spagat, den habe ich gerade versucht. Erstens, es war ärgerlich und daran arbeiten wir und das werden wir hinbekommen dieses Jahr noch. Da bin ich fest entschlossen, weil ich glaube, ich weiß, wie Verwaltung funktioniert und wie man hier letztlich dafür sorgen kann, dass das besser und schneller geht. Zweitens, der Transport der Probleme, also sprich den Transfer, warum dieses Gebäude jetzt leer steht, den müssen wir besser hinbekommen. Den muss man auch den Medien gegenüber besser hinbekommen, das sehe ich auch so, weil die Medien sind dafür vielfältiger. Und wir müssen den Menschen erklären, warum eine Wohnung leer steht und warum es einen Sinn macht. Sie haben das Thema Entmietung angesprochen. Natürlich, da frage ich mal ganz offen die Zuseherinnen und Zuseher, was macht man denn jetzt? Pilotestraße ist das Beispiel, das ist ja durch alle Gazetten gegangen, da wohnte noch eine alte Dame drin. Tja, was tut man jetzt, wenn man weiß, dass man die notwendige Sanierung im Bestand, also praktisch während bewohnt wird, das nicht durchbringt? Was macht man mit der alten Frau? Wir haben uns immer dazu durchgerungen zu sagen, naja, dann warten wir halt, bis die Frau freiwillig rausgeht. Ist sie aber nicht. Also, hat man mit ihr verhandelt? Das kann ich jetzt. Ich werde nur Dinge behaupten, die ich auch weiß. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man sie gefragt hat, regelmäßig. Und dann hat man das Dilemma natürlich sofort da. Aber dann muss man auch, glaube ich, Lösungen finden, zu sagen, man kann zumindest 3 Stockwerke sanieren, weil die im Erdgeschoss wohnt oder sowas. Also, ich will das jetzt nicht schönreden. Ich sage nur, es gibt schon auch wirklich inhaltliche Gründe. Manche Dinge gehen halt nicht ganz so einfach, wie man sich es plakativ vorstellt. Trotzdem. Dieses Thema muss aufhören, weil man das den Münchnern nicht erklären kann, dass sie einerseits Wohnungsbedarf haben ohne Ende und wir als Stadt sozusagen Wohnungen nicht benutzen, nicht benutzbar machen. Das geht nicht, da müssen wir ein Ende schaffen, aber das kriegen wir gut hin. Jetzt hat es uns alle gewundert, dass Sonntag vor einer Woche
nur gut 42% der Münchner zur Wahl gegangen sind. Wie hat man sich das in Ihrer Partei erklärt? Ja, das war die große Frage, sage ich ganz offen, weil auch vorher niemand damit gerechnet hätte, dass wir so eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Wir hatten ja auch in allen Prognosen, übrigens in diesen berühmten Umfragen und so, ist ja auch das Thema Wahlbeteiligung immer mit abgefragt worden. Ja. Da waren wir bei 55% oder sowas, geschätzter Wahlbeteiligung. Ja. Dass es jetzt so ist, weiß ich nicht. Es gibt ein paar Varianten, die man denken kann. Man kann zum Beispiel daran denken, dass die Münchner immer noch im UDE-Modus sind. Ja. Da war es ja tatsächlich so, dass viele halt einfach nicht gegangen sind, dann, weil sie gesagt haben, ist eh wurscht, wird sowieso der UDE, kriegen wir schon hin. Und dass die vielleicht immer noch gedacht haben, das geht jetzt so weiter, weil Christian UDE mal ein paar Mal laut gesagt hat, der Dieter Reiter ist mein Wunschnachfolger. Vielleicht haben wirklich welche gedacht, wir haben ja 100.000 Nichtwähler, habe ich praktisch im Vergleich zu Christian UDE verloren, die nicht zur Wahl gingen. Das sind keine CSU-Wähler, sondern das sind Nichtwähler. Ja. Und die hatten vielleicht gedacht, naja, wenn der Christian UDE das laut sagt, dann wird das schon so funktionieren. Das ist eine denkbare Variante. Anderen, sage ich ganz ehrlich, haben wahrscheinlich kein Interesse an Kommunalpolitik, weil sie sagen, läuft doch ganz gut, ist alles so quasi einigermaßen in Ordnung, muss ich nicht selber zum Wählen gehen. Dann mag es noch welche geben, die dieser Wahnsinnswahlzettel, für den die Politik übrigens ja nichts kann, ja, klar. Abgeschreckt hat, da kann ich nur sagen, bei der Stichwahl gibt es nur einen ganz kleinen. Ja, genau. Da gibt es nur ein, also Kreuz, das, muss man sagen. Das sind so die Spekulationen, die man anstellen kann letztlich. Weil wenn man auf der Straße fragt, dann findest du ja niemanden, der nicht gewählt hat. Ja, genau. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie mobilisiert man diese Leute? Und das wird ja nun für Sie und Josef Schmidt das Entscheidende sein, diese Leute zu mobilisieren, die nicht zur Wahl gegangen sind. Denn die entscheiden nun darüber, wer uns die nächsten 6 Jahre regiert. Ja, ganz sicher. Also das wird sicher meine zentrale Aufgabe sein. War es die letzten 1,5 Wochen und wird es die letzte paar Tage bis zur Wahl auch noch sein. Ich bin jeden Tag unterwegs auf der Straße, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern der richtige Weg ist, die davon zu überzeugen, dass sie zur Wahl gehen. Und das finde ich auch den besseren Weg, wie dass man sich zum 23. Mal vor Fernsehkameras trifft und die gleichen Themen um die Ohren haut. Ich glaube, dass das nicht mehr das ist, was die Bürgerin wirklich zur Wahl treibt, denn sonst hätten es die anderen 22 Kandidatenrunden auch geschafft. Also deswegen habe ich auch dieses TV-Duell sozusagen abgelehnt und habe gesagt, ich will lieber dorthin gehen, wo die Menschen sind und wo ich sie überzeugen kann, dass sie zum Wählen gehen sollen. Und wir werden natürlich auch, wir haben Plakatierung noch intensiviert. Wir versuchen alle über die Medien letztlich, wir werden alle noch groß aktiv werden und sind es ja schon gewesen, die Menschen davon zu überzeugen. Diesmal geht es leicht. Also der Modus ist einfach, es dauert 1 Minute. Ein Kreuz, entweder bei Dieter Reiter oder bei Josef Schmidt. Lieber bei Dieter Reiter, aber jetzt ganz im Ernst. Und dass man ihnen die Angst nimmt, dass es irgendwie aufwendig ist. Man muss auch nochmal erklären, dass es leicht geht zu wählen, auch wenn man keine Wahlbenachrichtigung mehr hat, sondern einfach mit dem Personalausweis da hingeht. Das war auch eine vielgestellte Frage, wie kann ich denn noch wählen? Also einfach hingehen mit dem Personalausweis, dort, wo man gewählt hat, und dann kann man ohne weiteres wählen. Macht es Ihnen jetzt Sorge, dass nochmal die Kanzlerin nach München kommt und für ihren Kontrahenten nochmal die Wahltrommel rühren wird? Also es macht mir keine Sorge, dass die Kanzlerin nochmal mit dem Herrn Ministerpräsidenten, habe ich gelesen, in einer Münchner Gaststätte auftritt und dort vor wahrscheinlich 95% CSU-Mitgliedern eine Rede halten wird. Das macht mir definitiv keine Sorge. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler sind woanders. Die sind nämlich hier überall in München und die versuche ich anzusprechen. Würden Sie sich noch irgendeine Unterstützung wünschen, dass nochmal einer aus Ihrer Partei den Finger für Dieter Reiter hebt? Also ich habe ja die beste Unterstützung, die es in München gibt, nämlich die 3 noch lebenden Oberbürgermeister, die sich ja mehrfach mit mir zusammen, Schorsch Gruner wird ja erst letztes Wochenende wieder, Ude tut es dauernd auch, mit mir zusammen zeigen und darauf hinweisen, dass ich der Richtige bin als Vierter in dieser Reihe. Und glaube, authentischere Zeugen, die was von Kommunalpolitik verstehen, am Rande, gibt es wohl nicht als die 3 Oberbürgermeister der Stadt München. Also ich stelle fest, in einem sind Sie sich mit Josef Schmidt einig, nämlich, dass alle Münchner möglichst zur Wahl gehen sollen. Das ganz ist, sicher. Da sind sich alle einig. Ja. Und dass es spannend wird, darüber sind wir uns, glaube ich, auch alle ja, einig. Ja, sicher. Und deshalb, der Bessere möge siegen. Jawohl. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Frühlingsgefühle im Winter? Typisch Kuttendreier. 250 Kurzzulassungen, traumhaft günstig. Nur bei Kuttendreier. Just Drive.